So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Minecraft Creator Server Let's Play. Muss ich gerade nur ein bisschen Dateien hin und her schieben. So, wir waren gerade dabei. Verdammt, das Passwort immer. Genau, wir waren gerade bei gar nichts. Wir waren gerade fertig damit zu gucken, wo wir eigentlich waren. Dies da gucken. Da fällt mir ein, was ist eigentlich aktuell aus unseren beiden Lagern geworden? Haben wir jetzt schon komplett leergeräumt gehabt oder ist hier noch was drinne? Die sind tatsächlich komplett leer soweit. Okay. Cool, dann können wir das Lager hier abreißen. Wow. Das Seebuffer Flickering. Hä, hat mir nicht. Ach doch, hier habt ihr Guckfenster. Sind die Dinger aktuell aus oder an? Na komm, ich rein. Okay, die Mechanik an sich ist aus, sehr gut. Weil hier die Schalter nämlich noch an sind, deswegen wundere ich mich gerade. Die können eigentlich aus. Weil die Mechanik braucht eh keiner mehr. Ja. Wenn ich jetzt anklicke. Jetzt hier einschalte. Genau, dann oszilliert das. Oszilliert. Und genau das braucht nämlich nicht sein. Ja, weil die Anlage kann. Die Ding wurde eh nicht mehr benutzt. Hier ist jetzt ja noch irgendwas drin in den Kisten. Eigentlich nicht, ne? Die Kisten waren ja beide leer. Genau. Ja, das heißt, das Gebäude ist jetzt hier abandoned. Schade, eigentlich sieht es hübsch aus. Aber ich meine, hey. Können wir später noch verwenden? Was habe ich hier? Oh Gott. Hier war ja auch noch so ein Ding, was wir früher angefangen hatten. Was hatten wir denn hier mit vorgehabt? Boah, was habe ich denn hier gebaut? Okay. Wow. Warum? Was hatte ich denn hier vorgehabt? Da ist doch nichts drin, oder? Das ist einfach nur Ende hier irgendwann. Genau, es ist einfach nur Ende im Gelände. Okay. Was hat denn hier vorgehabt? Guck mal, hier hinten kann man rein. Lol. Hast ja gut gemacht, Ronny. Hätte ich ja gerade gar kein Noclip benutzen brauchen. Na gut. Ja, was zur Hölle? Ich meine, das sieht cool aus, keine Frage, aber ein bisschen Angst macht das schon. Ach ja, da oben hatten wir auch noch so eine Aussicht. Oh Gott, Alter. Was haben wir hier früher alles gebaut? Verdammt nochmal. Was ist da apropos gebaut? Hier haben wir auch noch unser riesiges. Oh Gott. Hier, erstmal einmal alles abernten. Was sein muss, muss sein. Die sehen so blass aus. Sind die fertig oder müssen die noch wachsen? Wobei, so lange wie ich hier schon nicht mehr drauf war, hier müsste alles komplett fertig sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas unfertig ist. Oh. Ja. So für IO. Hä? Wie geht das denn? Also normalerweise kenne ich das, dass wenn bestimmte Chunks geladen sind oder geladen wären, dass denn die Sachen innerhalb eines Chunks halt gleichmäßig laden. Aber hier guckt mal. Hier sind zwei Reihen fertig gewachsen. Aber da ist unfertig und da ist unfertig. Wie kann sowas denn passieren? Ach so, gut, außer der Schank von hier geht bis hier. Und die Sachen brauchen einfach länger zum Wachsen als die. Deswegen hat die Schankladezeit von dem Schank hier gereicht, dass die schon fertig sind, die aber noch nicht. Das kann sein. Weil hier ist nämlich auch wieder eine Grenze. Eins, zwei, nein, die haut nicht hin. Weil Schank ist 16 mal 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist irgendeine komplett ungerade Zahl. Also ist ja nicht mal 8 mal 8 oder so. Was zur Hölle? Und hier ist auch. Das kann auch kein. Obwohl doch könnte eine Chance sein. Wenn bis hier und dann so der Schank weitergeht. Aber dann erklärt sich diese Lücke. Was ist mit diesen Pflanzen los? Warum wachsen die so komisch? Hier auch wieder. Die ersten zwei Reihen sind gewachsen, die restlichen nicht mehr. Hä?
Das sind immer die ersten beiden Reihen, die gewachsen sind. Hier die ersten beiden Reihen. Hier die ersten. Was zur Hölle, Leute? Wollt ihr mich verarschen? Ja, okay. Also definitiv, das Spiel ist kaputt. Das sind immer die ersten beiden Reihen. Leute. Warum diese? Oh Mann. Das muss irgendwie mal schon wieder total verkackt haben. Hier vorne ist alles gewachsen. Genau, hier hat man ein bisschen Papyrus und Kaktus Farm. So, mal gucken, wie es mit dem Hotel aussieht. Aber ich bereue jetzt schon, dass ich mir Fast gegeben habe. Raus, da kann man ja gar kaum steuern. Revoke Fast. So. Revoke me Fast. Ich bin so froh, dass es diesen Befehl gibt. Wieso habe ich so viele Befehle? Bin ich als Admin drinne? Ich bin als Admin drin. Grant me fast. Und dann raus hier. Warum bin ich als Worker drin? Ich meine, normalerweise habe ich extra verschiedene Passwörter, um sowas unwahrscheinlich zu machen. Aber wenn ich halt aus Perplexity halt die falsche Mütze im Kopf habe, dann gebe ich natürlich auch das falsche Passwort ein. Daran habe ich damals gar nicht gedacht, dass das gar nicht so viel bringt. So, jetzt habe ich wieder diversen Grünstuff, den ich schmeiße mal direkt mal hier rein. So. So, dann gucken wir mal jetzt, genau, hier muss ich mir jetzt revoken. So, genau. So, ist schon viel besser. Wobei Sprinten geht ja gar nicht mehr, weil die Sprint-Mod ist ja deaktiviert. Weil die wohl ja abandoned ist. Da hat ja Wusi geschrieben, dass die wohl nicht mehr supported wird oder irgendwie sowas. Irgendwas war da. Ah, genau, jetzt mal dieses wunderschöne Licht. Das sehr gut funktioniert. Amanakheim, was ist denn hier los? Hier war doch. Hä? Hä? Achso, mit habe ich hier mit Trans. Ah ja, genau. Das ist auch sowas, was bei dem Update der ganzen Mods kaputt gegangen ist. Diese ganzen Dinger hier funktionieren alle zwar noch, müssen aber alle neu gesetzt werden. All diese Channels, die hier oben angezeigt werden, sind alle ungültig. Keine Ahnung, ob die auch einfach mit zurückgesetzt wurden oder keine Ahnung was, aber diese ganzen Wireless-Channels gibt es alle nicht mehr. Die müssen alle neu gesetzt werden. Ich habe keine Ahnung warum. Ist mir aufgefallen, bei dem großen AKW, was ich als Walker gebaut habe, da hatte ich ja auch diese, wie sagt man, Anreicherungsanlage. Da habe ich ja auch mit den Dingern gearbeitet als Taktgeber. Und ja, die musste ich auch neu setzen, weil hat nicht mehr funktioniert. Und hier ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Muss ich auch alle neu setzen. Da kommt ja schon wieder Freude auf, ey. Never change a running system. Naja. Problem ist halt, der Server war halt auf der Version 5.3 und jetzt arbeiten wir mit 5.6.1 und seitdem hat sich ein bisschen was geändert, sodass ich letztendlich tatsächlich auch die Mods irgendwann mal updaten musste, sonst wären die Mods mit der MyTest Engine irgendwann inkompatibel. Ja, unsere ganzen Dörfer da hinten, ey. Uiuiui, was haben wir alles gebaut? Ich meine, gut, wir hatten auch irgendwie fast 300 Folgen oder so gehabt. Oh, guck mal hier, unsere Felder. Was? Wie können denn hier Sachen noch unfertig sein? Die hatten ja so lange Zeit zum Wachsen. Wann waren wir das letzte Mal? Vor 3 Jahrzehnten oder so. Wie kann das noch unfertig sein? What the fuck? Oh, wow. Eine ist fertig. Eine. Also siehst du, schon haben wir Geld bekommen. Und 3 zum Essen. Yes, hier mein Geld. Deswegen, also mein Geld bekommt man so schnell. Ich glaube nicht, dass mein Kurs am Spawn übertrieben ist. Glaube ich nicht. Schon wieder 10 mein Geld bekommen. Einfach so. Das geht sehr schnell. Vor allem klatscht das einem das Inventar voll. Ich pack's mal nach hier unten. Ja, das ist
aus der Sicht, aus dem Sinn. Ah, ich bin übrigens so froh, dass das Tierespawn wieder funktioniert. Jetzt laufen wieder überall Tiere rum. Wie gesagt, wir können auch mal gucken, ob wir unsere Tiere da in den Stall wieder hinsetzen. Ob wir das wieder mal riskieren. Das ist tatsächlich mal eine Überlegung, die man anstellen kann. Hier war der letzte Bahnhof. Der letzte Halt. Also, ne? Die Endstation und so. Warum fliegen hier Äpfel rum? Achso, weil er hier noch gehört. Okay. Ja. Gut. Okay. Dann gucken wir mal, was wir für das AKW brauchten. Da würde ich jetzt gerne direkt weitermachen. Was haben wir alle schon? Wir haben, wie es aussieht, den äußeren Mantel. Wir haben den inneren Mantel. Uns fehlt also wirklich bloß noch der Chor und die HV-Leitung. Wobei ich gar nicht weiß, wo die HV-Leitung lang gehen sollte. Also hier kommt sie irgendwo raus. Oder, nee, die kann auf allen Seiten rauskommen. Hey, was ist denn hier? Ach, guck mal, ich habe jetzt sogar noch einen Einstieg. Ach nee, okay, da hab ich unten schon einen Tunnel gegraben. Okay. Wo geht denn die das Tunnel hin? Wow, richtig mit Rampe. Alter, was habe ich denn damals gemacht? Ist da hinten eine Treppe oder ist da auch eine Rampe? Wow, okay, ich habe richtig gemacht hier mit Treppe für normale Leute und hier barrierefrei eine Rampe. Ich glaube, das hatte ich mir bei irgendeinem S-Bahnhof abgeguckt, bei irgendeinem Bahnhof Schönefeld, glaube ich, der alte S-Bahnhof Schönefeld. Da war es genauso, dass da immer eine Treppe war und dann eine Rampe in die andere Richtung. Ich glaube, da hab ich's mir abgeguckt. Alter. Barrierefrei in dein Ass, Alter. Cool. Genau. Die Leitung. Die ging hier in die Richtung. Aber hier sehe ich erstmal nichts, dass hier irgendwie was ausgebaut ist. Ist hier irgendwas? Guck mal, hier gehen Sachen lang. Vielleicht hier. Nee, hier kommt nichts raus. Da ist der LV-Bereich, da hinten ist der MV-Bereich. Das heißt, hier ist die Mitte und das heißt, hier müsste irgendwo das Kabel dann rauskommen. Aber hier kommt gar nichts raus. Wo kommt denn dieser Tunnel raus, sag mal? Da muss ich auch noch mal gucken. Ich nehme mal sicherheitshalber eine Axt mit. Hier eine Spitzhacke, mach ich doch. Bin ich ja mal gespannt, wo der endet. Der geht nach draußen unter das Meer. Ne, also hier ist ja, hier oben ist ja der Bereich, den wir ausgehöhlt hatten. Mit dem. Ach ne, doch nicht. Ah! Okay. Ich dachte, dass das, was man hier oben sieht, ist das, was man war das jetzt? Hier sieht. Hier so. Das dachte ich gerade, weil es hier von unten genauso aussah. Ne? Wenn man so von unten guckt, sieht das genauso aus. Wie schön, dass man so Sachen von hinten sehen kann, ne? Ja, witzig. Tralala, zum Totlachen. Haha. Ach, so viele Lebensmittel, Alter. Oh, 1000 Möhren. 700 Kartoffeln. Alter, wir können einen Markt aufmachen. Was denn los, Amanakoim? Ja gut, da hier war das ist ein bisschen wenig, weil die so ultra langsam wachsen. Aber ne, hier die Dinger, die wachsen ja wirklich as fuck. Das ist ja abartig. Eieieiei, oh mein Gott. Oh, warum nur so wenig Mehl? Also hier, Getreide. Zeug. Interessant. Ich muss mal gucken, ob ich hier die Dinger irgendwie lautlos bekomme. Ob es da in den Einstellungen eine Option gibt, wo man die Dinger stumm schalten kann.
Weil ich will das dann natürlich nicht das gesamte Spiel stummschalten, ganz klar. Aber ja. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also wir brauchen Global einfach Core. Genau hier. So. HV Nuclear Reactor Core. Da brauchen wir das Ding haben wir, habe ich gesehen. Die Dinge haben wir, glaube ich, habe ich auch gesehen. Genau, hier haben wir 4 Stück von. Da waren aber gerade noch 2 andere. Die hier. Kohlefaserplatten. Kohlefasergewebe. Alter, wenn ich schon wieder die ganzen Bezeichnungen lese, ey, kriege ich schon wieder richtig. Ah. Flashbacks, was man hier alles bauen musste, um ein einziges Produkt zu bekommen. So, das heißt, wir haben bereits die Verbundplatten. Aber wir haben noch keine Kohlefaserplatten. So, für Kohlefaserplatten braucht man Kohlefaser und für die brauchte man irgendwas, wie hieß der Scheiß? Kohlestaub. Was geht ja eigentlich? Kohlestaub haben wir, glaube ich, relativ viel. Da haben wir ja damals. Alter, wie viele Baumsaplings? Wohl. Kohlefaser hatten wir ja, glaube ich, relativ viele gehabt. Warum haben wir hier oben Lebensmittel drinne? What the f. Nee, also hier erstmal direkt. Das kann er so also gar nicht angehen. Also die Zeiten sind ja vorbei, mein Freund. Haben wir noch irgendwo? Guck mal, hier haben wir schon mal das Casing. Haben wir hier Kohlefaserplatten drinne? Nö. Schade. So. Also die oberen beiden. Genau, haben wir schon nachgeguckt. HV-Leitungen haben wir hier keine drinne. Schade. Ich nehm schon mal die beide raus. So, ah ja, genau, Kohle müsste hier hinten drin sein, bei unseren Rohstoffen. Hier müsste ja Kohle. Oh. Okay, so viel haben wir gar nicht. Wow. Warum haben wir so wenig Kohle? The fuck? Ist nicht normalerweise Kohle der Rohstoff, wovon man am meisten hat? Ja, gut, kann natürlich auch sein, bei der Technik-Mod, dass man da am meisten davon braucht. Hey, das ist natürlich möglich. Ich guck mal unten, was ist denn hier eigentlich drin? Wow, die haben wir ja die ganze. Oh, boah, Alter. Das ist nicht mal eine Menge. Stimmt, Eisen braucht man auch, wenn man für haufenweise Sachen, dieses geschmiedete Eisen oder sowas brauchte. Welcome to 7 Days, Days to Die. So, okay, das heißt, wir haben ganz viel Kohle. Sehr schön. Dachte ich schon, wir müssten jetzt erstmal hier eine Kohletour machen. So, mit dem leeren Feld kann man hier raufklicken, ne? Und dann. Genau, wird automatisch einsortiert. Warum haben wir. Ach so, hier ist Reispulver, also Reis. Wie sagt man auf Deutsch? Reismehl, Reisstaub. Reismehl, ne? Und hier ist Reis. Genau. Brote. Haben wir hier Brote irgendwo? Nö, ne? So, Bob. Wie sieht es aus mit Zucker? Wir haben keinen Zucker. Wow. Okay, Äpfel haben wir hier. Wow. Da. Okay, ist noch alles leer. Okay, das heißt, wir brauchen noch Sachen für. Komm, ich mach die erstmal hier rein. Bop. Und bop. So. Achso, halt. Kakaobohnen. Hä? Ja, siehst du, jetzt sieht man gar nichts mehr. Jetzt. Hä, nee, halt, ich bin gerade falsch abgebogen. Wo bin ich gerade? Wie kam ich denn hier hin? Boah, Alter. Das war gerade ein bisschen irritierend. So, Kakao. Kakao, Kakao, da. Danke. So, Inventar wieder leer. Okay, wir brauchen ganz viel Kohlescheiß. Lasst mal gucken, wie viel wir davon brauchen. Also, wir brauchen, wie war das? Wir brauchen davon 2 Stück. Genau, so eine kriegt man aus einem. Wow, das war gerade ein bisschen zu schnell. So, für einen braucht man 3 davon. Und 3 davon, also 12 hiervon. Das heißt, für 2 braucht man insgesamt 24 mal Kohlestaub. So, 24, das war ja immer verdoppelt, ne? Das heißt, wir brauchen 12 mal Kohle für 24 Kohle Staub.
So, Kompressor, nein. Ofen, nein. Zentrifuge, nein. Lackier, Schleifmaschine, genau, das war's. Oh, wir hatten sogar schon Batterien drin. Haben die was gebracht? Haben die die... Ach ja, genau, die haben, glaube ich, die Energieeffizienz verbessert, ne? Muss ich mal direkt mal verifizieren, wenn ich das rausnehme. Und jetzt die eine Hälfte hier reinschmeiße, dann brauchen wir 600 EU. Okay. Und wenn ich jetzt die beiden hier wieder reinmache. Ja, nur noch 300 EU. Okay. Also mit den Batterien laufen die Dinger effizienter. Was ehrlich gesagt keinen Sinn macht, ne, weil Batterien wirken ja wie Akkus. Also in dem Moment eigentlich gar nicht. Genau, Batterien bringen eigentlich gar nichts. Also wenn, dann würden höchstens Akkus was bringen, weil die wie Kondensator wirken und den Strom damit glätten. Und damit die Energieeffizienz zwar verbessern, aber nicht um den Faktor 2. Also, das ist dann doch ein bisschen sehr heftig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir die hier, müssen wir hier hoch. Oder auch nicht. Wie war das? Boah. Ach komm. Nee, doch fertigen. Hä? Achso, nee, halt. Ah, okay. Die müssen wir erstmal kompressen. Dann müssen wir die craften und dann die gecrafteten Dinger wieder kompressen. Haben wir keinen Kompressor? Zentrifuge. Kompressor. So, da alles. Ah, okay, genau. Okay, sehr gut. Braucht 400, okay. Und das, obwohl die auch Batterien haben. Ey, ey. Warum haben wir davon so viele? Sag mal. Wer weiß. So, aus dem mussten wir jetzt die Dinger craften. Genau. Machen wir mal alle. Dann haben wir genau zwei Stück. So, die mussten wir jetzt wieder kompressen. Aha. Ah. Sehr gut. So, dann haben wir das auch. Genau. Oh, was jetzt? Wir haben die, wir haben die, das haben wir glaube auch. Wir haben Edelstahlbarren. Edelstahlbarren, Edelstahlbarren. Die müssten wir doch locker haben. Nee. Ah. Zwei Stück. Wow, aber bloß noch ein einziges. Heftig. So, Glas haben wir doch locker. Ja, hier, guck mal. Obsidian-Glas haben wir. Das heißt, alles, was wir jetzt noch brauchen, ist einmal HV-Kabel. HV-Kabel haben wir noch gar nichts, sehe ich gerade. Wie macht man denn bitte schon ein HV-Kabel? Kunststoff. Okay, Kunststoff und MV-Kabel. Kunststoffplatten. Hatten wir sowas? Kunststoffplatten. Braucht man dafür das ganze Öl hier? Kann das sein? Warte mal kurz. Kunststoffplatten ist Kochen. Unverarbeitet Paraffin. Okay, müssen wir doppelkochen. Okay. Dann gibt man davon mal zwei so Stacks. Machen wir mal drei Stacks, weil wir brauchen auch später dann noch HV-Kabel. Also Kabel zum Verlegen. Nicht nur um den Korb zu basteln, sondern auch zum Verlegen. So, wir müssen mal kurz gucken. Das ist der kommt. Nee, wir brauchen die Öfen. Einmal da rein, einmal da rein. Okay, also bei Öfen macht es Sinn, da so viele zu haben. Aber warum wir so viele Kompressor haben, erschließt sich mir gerade nicht. War gerade mal 1500 EU. Machen wir unsere Anlage Energieeffizienz. Wir brauchen nicht mal hier die Akkus. Jawohl, ich meine, wenn wir jetzt alle Geräte parallel nutzen würden, dann würden wir hier die 3000 EU wahrscheinlich überschreiten. Und dann bräuchten wir schon die Batterien. Aber so ist das ja überhaupt nichts. Alter, vor allem, wie schnell der ist. Wow, der macht sogar teilweise zwei mit einmal. Ja, da braucht immer 1, 1, 2, 1, 1, 2. Alter Schwede, ey. Der ist schneller als die MyTest-Anzeige. Also als das User-Interface hier updatet. Doch, die ist heftig.
Ach ja. Gleich fertig? Sehr schön. Ja, ist doch cool. So. Okay. Und fertig. Dankeschön. Ah ne, halt, muss er nochmal rein. Oder? Genau, Kunststoffplatten. So. Und so. Mal gucken, das geht genauso schnell. Ja, genau. Wieder 112. Geht genauso schnell. Okay. 700 EU zu 620 EU. Ist ja hierfür, ne? Genau, 720 EU hat er. Verstehe ich gerade nicht. Der macht 700 EU Low Voltage zu Mittel Voltage. Das ist ein Step-Up-Wandler. Aber wir beziehen doch MV. Wir beziehen doch das Große. Hier, das Schwarze ist doch Mittelvolt. Also warum macht er denn aus Low Volt Mittelvolt, wenn es eigentlich. Oder ist es einfach nur, weil wir den hier falsch rum verbunden haben? Weil eigentlich müsste er ja aus Mittelvolt Low Volt machen. Genau, das ist das Low-Volt-Kabel, was rüber geht zu der anderen Seite. Also die Anzeige schließt sich mir gerade nicht so wirklich. Verstehe ich gerade nicht. Jetzt haben wir 0,0. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Okay, egal. Hauptsache, die Dinge sind fertig. Weil der Trafo müsste doch für die Geräte da drüben sein. Für die Geräte müsste der Trafo doch sein. So habe ich das in Erinnerung. Der hat 720 EU. Und das ist das, was ich hier eingestellt hatte. Nee, habe ich 700. Ich habe keine Ahnung. Ist das gut oder ist das schlecht? Also gut ist es definitiv nicht, aber ist es egal oder ist es schlecht? Dass ich nicht weiß, wie die Anlage funktioniert. Hier kommt unser Mittelvolt rein. Das geht um zur Zelle. Genau, da oben ist die Solarzelle. Hier geht's rein. Hier wird es auf unsere gesamte Mittelvoltanlage verteilt. Hier hinten also hier die Schaltanlage, genau. Und dann geht das hier unten in den Transformator rein. Und der müsste dann Mittelvolt zu Low-Volt konvertieren. Und die Low-Volt geht dann hier oben raus und dann rüber zu der anderen Anlage. Genau, da kommt irgendwo raus und geht dann hier an beiden Seiten hoch. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Genau, der kommt rüber und hier geht es dann hoch. Kommt aus beiden Seiten raus. Warum geht es hier aus beiden? Ach ja, hier wegen den Batterien, die werden ja unten angebunden. Genau, das heißt, eine Seite hätte eigentlich gereicht, aber egal. Genau, hier geht es dann zu beiden Seiten hoch. Und hier ist dann die ganze LV-Technik. Das heißt, die Anzeige hier spinnt rum. Die Anzeige zeigt komische Sachen an. Das macht keinen Sinn, was die hier anzeigt. Vor allem, dass sie eine Last anzeigt und die Dinger hier arbeiten. Na gut. Okay, so, wir haben jetzt ganz viel Plaste. Jetzt nehmen wir mal ein paar MV-Kabels. Da haben wir 17 Stück gerade mal. Achso, ja, oh, wow. Hier haben wir Nummer 32. Ansonsten haben wir hier noch die 6. Wobei die Last. Oh, guck mal, hier hatten wir. Pla ja, wir hatten bereits welche. Egal. Kann man nicht genug haben, schätze ich jetzt einfach mal. So. Da haben wir. Ja, ich mache jetzt mal 18. Ja, komm. So. Beziehungsweise, ich muss ja wieder freiräumen.
Denn jetzt bauen wir den Chor. Boom. Holy moly. Yay. Cool. Oh, ist das geil. Wir haben den Chor gebaut. Also, wenn das nicht Hardcore ist, dann weiß ich auch nicht. So. Jetzt müssen wir den hier nur irgendwie in der Mitte platzieren. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Wobei wir können so. Alle, also, die kommen wir nicht mehr runter. Verdammt. Ach, ganz ehrlich, komm. So. Gehen einmal rauf. Ah, nee, kommen wir auch nicht mehr runter. Ach, komm, leck mich. Wir machen es so hier. Wow. Ja, vom Nahen sieht das Ding ein bisschen größer aus. So, die, ne, noch ist das Ding ungefährlich, weil noch ist nichts drinne. Ach ja, die ganzen Bereiche müssen wir auch noch machen. Ja. Okay, gut. Da würde ich mal sagen, ja. Nächste Folge verlegen wir erstmal das Kabel. Und dann fangen wir irgendwann mal an, Brennstäbe zu bauen. Stimmt ja, das war das, was so schwierig war, die Brennstäbe bauen. Weil wir da so scheiße viel Uran brauchten, ne? Wobei in der Kiste hatten wir schon ein bisschen was. Ich muss mal gucken, ne? Bis dann.